Hier geht es jetzt weiter mit Christian Zossel. Er ist Softwareentwickler bei der Adfinis und wird jetzt seinen Vortrag halten über das Thema, wie Open Source nicht nur IT-Dienstleister, sondern auch Beschaffende und Endnutzer begeistert. Denkt daran, ihr könnt mit dem QR-Code Fragen stellen und bei Christian bin mir sicher, wir haben dann auch Zeit, diese zu beantworten. Gebt ihm doch noch kurz einen warmen Applaus und viel Spaß mit dem Vortrag. So, ich hoffe, man hört mich gut. Super. Schön, euch alle hier zu sehen. Zu dem sperrigen Titel Open Source, nachhaltige Innovation und Chancen für Dienstleister, Beschaffende und Endnutzer. Wir waren schon letztes Jahr mit einem kurzen Lightning Talk an der DINACON vertreten und haben einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kantonen und der Inosca-Community gegeben. Das war noch ein bisschen fokussiert auf das, was wir machen. Heute ist die Idee, ein bisschen mehr eine Metaebene einzunehmen und zu schauen, wie machen wir das eigentlich und was hat das für Auswirkungen. Mein Name ist Christian, ich bin Softwareentwickler bei Adfinis in Bern. Adfinis ist ein Open-Source-Dienstleister mit etwa 100 Mitarbeitenden, primär in der Schweiz, aber auch mit Standorten in Deutschland, in den Niederlanden und in Australien. Wir organisieren uns in drei sogenannten Value Streams: Cloud Native, Classic IT und Development. In letzterem bin ich tätig, das ist die Softwareentwicklungsabteilung. Ich habe es gerade schon angetönt, der Vortrag heute geht ein bisschen um die Inosca-Community und die Lösung E-Bau, aber auch ein bisschen darum, mehr das Wie als das Was zu beleuchten. Zum Einstieg trotzdem sicher wichtig, erstmal zu erfahren, was ist eigentlich E-Bau? Dabei geht es um eine Applikation, eine Web-Applikation, wo man elektronisch Baubewilligungsverfahren abwickeln kann oder Verfahren, die dem Baubewilligungsverfahren nahestehen. Und auf dieser Plattform können nicht nur Gesuchstellende ihr Baugesuch eingeben, das ist das, was man vielleicht als erstes erwarten würde, sondern es können auch die Gemeinden die Verarbeitung von dem Gesuch durchführen und dabei auch zum Beispiel im Rahmen von der Zirkulation kantonale Stellen mit einbeziehen. Also es ist eine umfassende Plattform für den ganzen Geschäftsprozess. Die Plattform wird von der Inosca Community entwickelt. Die besteht aus 5 Kantonen. Das sind Solothurn, Uri, Bern, Schwyz und Graubünden. Die Community ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. In der Regel treten neue Kantone bei, indem sie eine Lösung für solche elektronischen Verfahren beschaffen, im Rahmen von einer WTO-Ausschreibung. Und wenn die Wahl dann auf die Inosca-Lösung fällt, dann werden sie eigentlich auch automatisch Mitglied der Community und können sich in der engagieren. Ich habe heute ein paar Aspekte aus der Praxis mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es hat weniger technische Aspekte dabei, zum Beispiel zur Organisation der Community und zur Zusammenarbeit. Es hat was Technisches dabei zur Architektur und dann noch ein paar allgemeinere Themen zu Open Source und Geschäftsmodell. Und die Idee ist eigentlich, dass wir einfach mal ein bisschen präsentieren, wie arbeiten wir mit den Kantonen zusammen, was ist vielleicht ein bisschen anders als in einem klassischen Setting, wo proprietäre Software eingesetzt wird. Und danach zu schauen, auch jetzt machen wir das schon ein paar Jahre so, was sind eigentlich für Auswirkungen, die wir dabei gesehen haben in der täglichen Arbeit, was sind vielleicht Vorteile oder Sachen, die einfach anders sind. Und damit würde ich auch gerne schon kurz einsteigen mit dem ersten Thema der Organisation. Dort vielleicht erstmal so eine allgemeinere Idee. Wenn man an eine Open Source Community denkt, dann denkt man vielleicht zuerst an so ein bisschen eine lose Gruppe von vielleicht Hackern oder so. Die machen einfach Sachen, die ihnen Spaß machen und die machen sie in einem sehr losen und flexiblen Setting. Einfach, dass man auch mal durch Exploration und durch vielleicht Begeisterung für ein technisches Thema einfach mal was macht, aber eigentlich vorher keinen großen Plan macht, kein großes gemeinsames Budget für diese Projekte sammelt und auch sich nicht groß dazu abstimmt. Das wäre so auf diesem Spektrum der Kollaboration vielleicht die Seite vom Austausch oder von so einer ganz losen Zusammenarbeit. Man kann das natürlich intensivieren und enger zusammenarbeiten. Man kann dabei vielleicht von einer Kollaboration sprechen, wo man zwar immer noch seine eigene Roadmap verfolgt, aber die auch abstimmt untereinander.
wo man vielleicht ein kleineres gemeinsames Budget auch stellt, um gemeinsame Entwicklung zu machen und sich eben abstimmt dabei. Oder man geht noch einen Schritt weiter und sagt, das könnte man jetzt vielleicht Allianz nennen, wo man versucht, alles gemeinsam zu machen mit einer gemeinsamen fixen Roadmap, mit einem gemeinsamen Budget und einem höheren Abstimmungsaufwand. Bei der Inosca Community würde ich sagen, dass wir auf der linken Seite angefangen haben, wie das wahrscheinlich üblich ist für Open Source Communities. Man wächst ja langsam zusammen und fällt nicht gerade mit der Tür ins Haus. Aber wir sind immer weiter auf diesem Spektrum nach rechts gewandert und ich würde jetzt schon von einer intensiveren Kollaboration sprechen. Trotzdem lässt die Kollaboration aber eben auch noch Flexibilität zu. Und wie das konkret aussieht, würde ich jetzt gerne kurz zeigen. Die Community organisiert sich in regelmäßigen Online-Meetings. Seit Corona klappt das super. Alle 2 bis 4 Wochen treffen wir uns online zusammen und vielleicht einmal im Jahr als Highlight auch nochmal physisch. Und so ein Online-Meeting läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Zuerst gibt es einen generellen Austausch, was für Themen sind im jeweiligen Kanton gerade akut, worauf möchte man sich konzentrieren, was für Probleme hat man vielleicht zu lösen. Und danach gibt es quasi ein gemeinsames Change-Management, wo konkrete Vorschläge eingebracht werden, um dann Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn jetzt mehrere Kantone ein gemeinsames Bedürfnis haben, dann kommt das auf den gemeinsamen Inosca-Backlog und die Umsetzung von diesem Modul oder der Funktion oder der Erweiterung wird gemeinsam durchgeführt. Wenn man sich jetzt mal so ein Feature als Beispiel rausgreift, dann kann das zum Beispiel so einen Verlauf nehmen. Am Anfang hat vielleicht Kanton A jetzt abstrakt eine Idee für eine Weiterentwicklung oder für eine Funktion. Der Kanton bringt die ein in so einer Inosca-Sitzung und der Kanton B sagt, oh ja, das Problem habe ich gerade auch. Lass uns das doch gemeinsam konzipieren, wie wir das genau lösen wollen. Die Konzeption findet dann statt und in der nächsten Inosca-Sitzung würde man das Konzept dann auch den anderen Kantonen vorstellen, um noch Feedbacks einzuholen und danach gemeinsam in die Realisierung zu starten. Wenn das Modul jetzt fertig ist, steht das danach als Open-Source-Software auch den anderen Kantonen zur Nutzung zur Verfügung und Kanton 10 kann dann sagen, ah, das ist eigentlich ganz praktisch, das Problem habe ich jetzt auch, ich übernehme jetzt das Modul. Und die Idee dabei ist es eigentlich, dass Kantone A und B sich nicht ärgern, dass Kanton 10 nicht mitfinanziert hat, sondern im Gegenteil, dass sie sich freuen, dass Kanton C auch jetzt in Zukunft bei der Pflege und Weiterentwicklung von dem Modul mithelfen wird und dass es somit breiter abgestützt ist. Kanton D hat sich jetzt in dem Beispiel aus dem Feature rausgehalten. Die Flexibilität hat der Kanton. Es gibt keinen Zwang, dass man alles mitmachen muss. Im besten Fall versuchen wir natürlich auch immer, dass die Software recht einheitlich bleibt und die Module breit abgestützt sind. Aber ich habe das in dem Bild einfach mal so gezeichnet, um zu zeigen, dass es keine Pflichten gibt. Es gibt aber doch ein paar Pflichten. Es gibt ein paar Regeln, wie sich die Community organisiert. Und zwar sind die festgehalten in diesem sogenannten Inosca Statement. Ich habe jetzt 3 Highlights rausgepickt, es steht noch mehr da drin. Ich denke, die wichtigsten Aspekte sind die eine Regel, dass die Kantone, die eine neue Funktion spezifizieren, auch dafür zahlen. Die Überlegung dabei ist, dass wenn ich meine konkreten Bedürfnisse in eine Spezifikation reingeben kann, auch die Garantie bekomme, dass das meine Bedürfnisse dann abholt. Und wenn ein Kanton sich nicht beteiligt an der Spezifikation, dann ist es ein bisschen ein Gamble, ob das, was dabei entsteht, den eigenen Bedürfnissen exakt entspricht. Deshalb ist der Kanton C im Beispiel vorher auch, der hat vielleicht Glück gehabt, dass das gerade passte und dann nicht mit zu viel Umbauarbeiten das Modul übernehmen konnte. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Entwicklungsergebnisse, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, frei verfügbar sind. Das Modul, was Kantone A und B gebaut hatten, das ist Open Source und das muss nicht mehr rückfinanziert werden in dem Moment, wo Kanton C das anfängt zu nutzen. Wenn man jetzt mit mehreren Kantonen gemeinsam entwickelt, hat die Inosca Community auf einen Kostenschlüssel sich geeinigt. Der ist einerseits ein fixer Beitrag und andererseits ein bevölkerungsabhängiger Beitrag. Dabei geht es einfach darum, dass kleine Kantone auch ohne zu starke finanzielle Belastung sich da jeweils beteiligen können. Genau. Und damit würde ich schon gern zum nächsten Aspekt übergehen, dem Thema Zusammenarbeit. Auch hier wieder ein bisschen abstrakterer Einstieg in das Thema Zusammenarbeit.
Conway's Law, manche von Ihnen kennen die vielleicht, wenn man gerade aus der Softwareentwicklungsecke ein bisschen kommt. Das ist so ein Law, ist wie Gesetz, oder? Das ist so eine Wahrnehmung, dass die Regel in der Regel eintrifft, wenn eine Organisation Software entwickelt, dass die Architektur von der resultierenden Software eigentlich ein Spiegelbild ist von der Kommunikationsstruktur im Unternehmen. Das habe ich hier versucht zu illustrieren. Wir haben in der Organisation zum Beispiel 3 Teams, die reden auf eine ganz bestimmte Art miteinander. Und oft findet man diese Struktur dann in der Software wieder. Die besteht dann vielleicht aus 3 Modulen, die auf die gleiche Art miteinander reden. Und wir haben in der Inosca-Community auch eine Anwendung von Conway's Law gesehen in der Praxis. Und zwar war es so, dass wir initial die Situation hatten, dass die Kantone untereinander noch nicht so stark kommuniziert haben und dass die Kommunikation mehr über uns als Dienstleister lief. Und das hat dann dazu geführt, dass wir immer wieder ähnliche Bedürfnisse kommuniziert bekommen haben, die im Detail dann aber anders waren. Die haben sich durch kleinere Sachen unterschieden. Und für uns war es immer sehr schwer zu beurteilen, weil wir jetzt nicht vom Fach sind, ob diese Unterschiede so sein müssen oder ob man die eigentlich auch angleichen könnte. Und das hat dann dazu geführt, dass die Systeme heterogener waren, als sie sein müssten. Ich habe das hier mit den Farben versucht zu zeigen. Das System vom Kanton A war ein anderes System als das vom Kanton B. Und die haben sich im Wesentlichen nur die wichtigen Kernkomponenten geteilt, die hier in Gelb gezeigt sind. Und in dem Moment, wo wir es dann geschafft hatten mit der Zeit, die Kantone mehr an einen Tisch zu bringen und im Rahmen der Inosca-Community auch untereinander sich intensiver auszutauschen über die Ausgestaltung von den Systemen, dann konnten wir es eigentlich schaffen, auch die Systeme homogener zu machen. Das war dann eine totale Erleuchtung für uns. Wir hatten die Kantone an einem Tisch, der eine Kanton hat ein Bedürfnis geäußert und der andere Kanton hat einfach gesagt, aber warum macht ihr das denn eigentlich so? Das haben wir uns nie getraut oder das konnten wir nie so sagen, weil wir eben nie die Bedürfnisse in der Praxis so erfüllen mussten oder die Rollen erfüllen müssen, die die Kantonsvertreter in dem Moment innehaben. Und da kam eine total spannende Diskussion dabei raus, die am Ende für beide Kantone bereichernd war. Man hat eigentlich herausgefunden, aha, es gibt für beide Seiten gute Gründe und hat sich danach im besten Fall, das hat auch oft schon geklappt, auf eine gemeinsame Lösung geeignet, die eigentlich Aspekte von den beiden individuellen Lösungen beinhaltet und so zu einer gemeinsamen besseren Lösung geführt hat. Und das ist jetzt hier gezeigt. Heute, denke ich, kann man sagen, das ist ein Prozess sicher von oben nach unten auf dem Bild, aber wir sind schon ziemlich weit auf diesem Weg, dass das eigentlich ein System ist, was sich nur noch durch kleinere Sachen unterscheidet, also durch die individuelle Ausgestaltung in Form von Konfiguration. Vielleicht kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo wir eigentlich nur noch das Kantonslogo austauschen müssen und die Farbgebung. Ich bezweifle es, aber vielleicht 80% auf dem Weg dahin, das sollte das Ziel sein. Ansonsten würde ich gerne noch ein paar allgemeine Punkte zur Zusammenarbeit zwischen uns als Dienstleister und den Kantonen als Auftraggeber mit euch teilen. Unsere Erfahrung in solchen Projekten ist oft, dass man am Anfang, wenn man als Dienstleister in ein Softwareprojekt kommt, vielleicht in einer Branche, die man auch noch nicht in- und auswendig kennt, dass man eigentlich ein verschiedenes Verständnis hat von dem Problem, was es eigentlich zu lösen gilt. Das ist hier oben gezeigt in den beiden Kreisen, die sind irgendwie noch getrennt. Beide Seiten haben ein Verständnis der Problemstellung, aber das ist nicht notwendigerweise das Gleiche. Der Auftraggeber hat eine fachliche Vision für das Problem oder für die Lösung, die es zu entwickeln gilt. Der Dienstleister hat vielleicht eine Vision von der Abstraktion, die in der Software oder der Architektur, die in der Software eingebaut ist. Wenn die beiden Welten voneinander getrennt bleiben und dieses Verständnis der Problemstellung getrennt bleibt, dann hat man oft das Risiko, dass am Ende eine Software entsteht, aber die hat gar nichts zu tun mit dem, was sich der Auftraggeber eigentlich gewünscht hat. Und was wir versuchen im Alltag zu leben dabei ist, dass man eigentlich einen Austausch auf Augenhöhe versucht zu realisieren, einen, wo die jeweilige Seite auch schätzt, was die andere Seite beitragen kann. Das heißt, dass wir als Softwareentwickler versuchen, uns einzuleben in die Fachwelt unserer Kunden und auch zu verstehen, worauf kommt es dabei an. Und aber auch die Gegenrichtung, die vielleicht noch ungewöhnlicher ist, dass
die Kantone eigentlich auch mal sich versuchen, darüber nachzudenken oder sich zu fragen, wie ist eigentlich die Software gedacht und was ist denn die Architektur da drin und das Konzept, sodass man ein gemeinsames Verständnis entwickelt mit einer gemeinsamen Vision, ein gemeinsames Verständnis der Problemstellung und eben auch ein gemeinsames Verständnis, wie die Software tickt. Mit dem Ziel, dass man eben auch, wenn eine bestimmte Änderung vorgeschlagen wird, dass man ein Feedback geben kann, die Software ist so konzipiert, dass man das auf die Art eleganter reinbringt und auf eine andere Art mehr mit der Brechstange vielleicht so reinbringt, dass es sehr teuer ist, sehr aufwendig ist, das langfristig zu pflegen und generell beim Nutzer dann auch nicht so gut ankommt. Genau. Also ganz wichtig, denke ich, dort ist, dass man die Offenheit hat, dass man versucht, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und dass man so Werte wie Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung im Projektalltag lebt. Ich glaube, das ist, wenn man es so liest, logisch, aber es ist, denke ich, trotzdem nicht in jedem Projekt gegeben, dass das einfach so funktioniert. Gut. Damit würde ich sagen, bewegen wir uns aus den etwas softeren Themen raus und werden ein bisschen technischer zum Thema Architektur. Ich habe das hier mal versucht zu visualisieren unter dem Titel Open Source Architektur. Erstmal hier auf der linken Seite das Bild, wie vielleicht viele Anwendungen heute entstehen, die nicht mit so einer speziellen, mit einem speziellen Mindset im Hinblick auf Open Source entwickelt werden. Wir haben hier eine Achse, oben sind spezifischere Komponenten in meiner Software, unten sind eher universelle Basiskomponenten. Was könnte damit gemeint sein? Ich denke da an eine Programmiersprache, an ein Webframework, an eine Datenbank. Es kann auch ein Betriebssystem sein. Sachen, die ich für alles Mögliche einsetzen kann. Und oft ist das Bild eigentlich getrennt. Irgendwo gibt es so eine Linie. Unten sind die Komponenten, die in der Regel Open-Source-Komponenten sind, die ich einfach konsumiere. Das ist in grün gezeigt als Open-Source und mit der durchgezogenen Linie, ich bin Konsument davon. Und obendrauf setze ich meine eigene Welt. Das ist eine Welt, die oft nicht Open-Source ist. Das sind proprietäre Komponenten, die ich baue für mein konkretes Projekt und für deren Pflege ich selbst verantwortlich bin. Das ist die gestrichelte Linie als Maintainer. Und oft hat man das Gefühl, dass die zwei Welten komplett losgelöst voneinander leben. Dass es da eine Vermischung geben kann, ist im Alltag eigentlich nicht gegeben. Manche Firmen sagen auch, warum sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, das, was ich da entwickle, mit irgendjemand zu teilen. Und was wir eben versuchen in unserer täglichen Arbeit, ist, dieses Bild ein bisschen aufzubrechen und zu schauen, in diesem blauen Bereich oben, sind da Sachen drin, die wiederverwendbar sind? Sind da Sachen drin, die man auch in anderen Projekten ein bisschen allgemeiner, ein bisschen generischer nutzen könnte und die man wie rauslösen könnte und als Open-Source-Software veröffentlichen könnte? Ich habe das einerseits gezeigt, jetzt im oberen Bereich sind dort ein paar grüne Boxen dazugekommen. Das sind quasi Komponenten, die sind ein bisschen spezifischer als eine Programmiersprache oder ein Web-Framework, aber immer noch nicht ganz oben. Das heißt, die sind vielleicht immer noch nicht für den Endnutzer primär gedacht, sondern haben immer noch einen Fokus für Entwickler. Auf der anderen Seite, dort ganz rechts, sind jetzt auch noch weiter unten neue grüne Komponenten dazugekommen, also universellere Komponenten, die man dann selber als Maintainer pflegt. Der Schlüssel, um von der einen in die andere Welt zu kommen, ist, denke ich, das Stichwort Abstraktion. Das heißt, irgendwie eine Trennung von generischer und spezieller Funktionalität. Und ich glaube, das ist manchmal auch eine Sache von Kultur und Mindset. Ich muss irgendwie in einem Umfeld mich bewegen, wo das gefördert wird, dass man beim Arbeiten drüber nachdenkt, ist das eigentlich was Generisches oder was Spezielles? Und wenn man recht im Stress ist und Deadlines hat und der Kunde, der will, dass bis übermorgen das alles läuft, dann vergisst man den Gedanken gern mal. Dann macht man einfach das, was heute gemacht werden muss und danach ist das Projekt fertig und man beschäftigt sich wieder mit anderen Themen. Deshalb denke ich, man braucht ein Umfeld dafür, um das zu schaffen, aber wenn man das hat und sich die Zeit dafür auch nehmen kann, dann kann dabei viel rauskommen langfristig. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie man so eine Abstraktion macht. Ich glaube, dafür gibt es ganz verschiedene Ausgestaltungen. Im einfachsten Fall kann das eine Konfiguration sein. Ich habe eine Software, zwei verschiedene Anforderungen. Ich extrahiere eine kleine Konfiguration, wo ich in der Lage bin, das dann umzuschalten. Wenn ich einen Schritt weiter gehe und ganze Komponenten extrahiere, sind das vielleicht Libraries, Add-ons, Plugins,
Es gibt viele Namen dafür, je nachdem, wo ich mich bewege. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich extrahiere ganze Microservices, die dann nicht nur Codebestandteile sind, die ich isoliere, sondern auch zur Laufzeit, also im Betrieb der Lösung isoliert oder eine gewisse Isolation bieten. Kommt eigentlich nicht so wirklich drauf an. Ich denke, dort muss man den konkreten Fall gut anschauen. Eine andere Überlegung oder ein anderer Aspekt bei diesem Abstrahieren ist auch noch entscheidend. Ich glaube, als Softwareentwickler neigt man gerne mal dazu, zu früh damit anzufangen. Oh, das könnte ja irgendjemand noch mal brauchen, so auf eine andere Variante. Und dann ist plötzlich die Software unglaublich komplex, ohne dass sie beim ersten Kunden erfolgreich überhaupt schon läuft. Dort ist, denke ich, der Tipp, möglichst nicht zu früh damit anfangen, vielleicht auch mal eine Sache 2 bis 3 Mal bauen und danach zu gucken, wo unterscheiden sich die Komponenten eigentlich und dann ganz informiert und bewusst eigentlich diese Abstraktion zu machen, weil man schon genügend über das Problem verstanden hat. In der Praxis hat das jetzt im Fall von den Kantonen und der Inosca-Community dazu geführt, dass wir verschiedene Komponenten extrahieren konnten aus der Lösung, die wir gebaut haben. Wir haben sogar das Glück, dass die Lösung selbst Open Source ist. Das heißt, ich kann auch jetzt ganz oben auf der Skala zur Spezifizität das Inosca-Logo einblenden. Das ist Software, die sich wirklich an den Endnutzer richtet. Das ist nicht für Entwickler gedacht, sondern dort sind alle User-Interface-Komponenten drin. Ich zeige das später auch noch kurz, wo man das dann findet. Direkt darunter in der Skala haben wir Kaluma. Kaluma ist ein Framework für Formulare und Workflows, das jetzt kein Wissen über Baubewilligungsverfahren drin hat. Also das ist in dem Sinne soweit generisch, dass ich da beliebige Geschäftsprozesse rein implementieren kann. Trotzdem ist Kaluma relativ weit oben auf der Skala, weil es eben eine ganz konkrete Vorstellung hat, wie so ein Formular funktionieren sollte und wie auch eine Workflow-Engine funktionieren sollte, weil das ist das, was Kaluma implementiert. Wieder ein paar Beispiele, eine Ebene weiter unten. Wir haben Komponenten extrahiert, die machen Dokumentenmanagement, die machen Benutzerverwaltung, die machen das Generieren von Dokumenten aus Vorlagen, also das Abmischen von Platzhaltern. Ich glaube, jeder, der irgendwie Business-Software mal implementiert hat, ist über solche Anforderungen gestolpert. Ich weiß nicht, wie viele Dokumentenmanagement-Systeme es auf dieser Welt gibt. Es gibt sicher auch noch genügend, die Open Source sind. Wir haben unser eigenes gebaut. Es passiert schnell. Ich denke, wir haben auch eine Analyse gemacht. Können wir Standardsoftware dort einsetzen? Das ist sicher immer der erste, der beste Weg. Wir haben keine gefunden, die so einfach ist, dass wir es gut managen können und gleichzeitig die Funktion bietet, die wir für unsere Kantone brauchten. Also haben wir unsere eigene gebaut. Aber immerhin ist sie Open Source und man kann darauf aufbauen. Und ich denke noch die letzte Ebene, auch noch interessant, die letzte Ebene ganz unten. Wir haben auch wirklich Basiskomponenten extrahieren können, die komplett universell einsetzbar sind, die keine Opinion haben in dem Sinne, wie man irgendwas macht. Zum Beispiel eine kleine Library für unser Frontend-Framework zum Validieren von Formularen oder eine Library, die User-Interface-Komponenten bereitstellt. Genau. Und damit können wir uns wieder ein bisschen aus dem technischen Umfeld rausbegeben zu einem allgemeineren Thema, nämlich das Stichwort Open Source und Lizenz. Ich hatte es gerade eben schon mal kurz angetönt, Inosca selbst als Gesamtlösung ist Open Source. Man kann das sich anschauen auf GitHub unter der Adresse, die ich hier eingeblendet habe. Die komplette Lösung ist veröffentlicht. Das heißt, ich kann da hingehen und wenn ich Docker und Git auf meinem Laptop installiert habe, kann ich mal eben einen Kanton auch bei mir lokal starten und durch die Lösung klicken. Also das ist wirklich, dort sind wir den ganzen Weg gegangen. Denke ich, können wir uns auch wirklich bedanken bei den Kantonen als unsere Kunden, dass sie eigentlich das Vertrauen dort haben, dass man sich so weit öffnet und so transparent ist. Ist, denke ich, natürlich auch als Nutzer und als Bürger interessant, dass der Kanton diesen Schritt dort geht. Wir sind also dort wirklich auch so transparent unterwegs, dass es nicht einzelne Komponenten gibt, die wir irgendwie vorenthalten würden. Es ist kein Open Core oder so, wie man vielleicht in anderen Lösungen das schon mal gesehen hat, wo Funktionen dann fehlen. Ansonsten noch ein Punkt, der im Kontext von Open Source immer wieder aufkommt, ist die Frage nach der Lizenz. Und die ist auch manchmal ein bisschen abschreckend. Es gibt so viele Lizenzen und es ist irgendwie nicht so mega zugänglich, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Mir hilft immer als Einstieg dieses Bild, wo Lizenzen verglichen werden in verschiedene Kategorien. Und zwar sind die Kategorien verschiedene Stärken des Copyleft-Effekts. Von ganz links permissiven Lizenzen, die gar keinen Copyleft-Effekt enthalten, also zum Beispiel Apache-Lizenz oder MIT, bis hin zu ganz rechts Lizenzen, die einen sehr starken Copyleft-Effekt abbilden. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Copyleft, was bedeutet das eigentlich? Die Idee ist, wenn ich eine Open-Source-Software konsumiere unter Copyleft-Lizenz und die anpasse, dann zwingt mich dieses Copyleft, meine Anpassung unter der gleichen Lizenz wieder zur Verfügung zu stellen. Also das ist so ein Wortspiel, Copyright. Es ist eben nicht Copyright, kein Schutz in dem Sinne. Es ist Copyleft, andersrum, ich muss meine Änderungen auch wieder zurückgeben. Und davon gibt es verschiedene Stärken. Wir haben ein schwaches Copyleft, das ist, ich mache eine Änderung an einem Stück Software und wenn ich an dem Stück Software ändere, dann muss ich die wieder bereitstellen. Stärkeres Copyleft sagt, auch wenn ich umliegend um dieses Stück Software Änderungen mache, muss ich diese Software ebenfalls so bereitstellen. Und das stärkste Copyleft, dieses Network Protective, heißt, selbst wenn ich Software nur für mich nutze, um damit übers Internet einen Service anzubieten. Software as a Service, sei es jetzt irgendwie Azure, die Datenbanken in der Azure Cloud anbieten zum Beispiel, dann muss ich eben auch den Source Code davon meinen Nutzern zur Verfügung stellen, selbst wenn die Nutzer den Source Code nicht erhalten in Form von einem Produkt, sondern nur übers Internet konsumieren. Vielleicht ein nettes Detail dazu zur GPL-Lizenz, starkes Copyleft. Verschiedene Firmen haben großen Respekt davor, vor den Auswirkungen davon. Man spricht negativ konnotiert von einem sogenannten viralen Effekt, weil eben auch umliegende Softwarekomponenten von dieser Lizenz, von dieser Veröffentlichungspflicht betroffen sein können. Und zum Beispiel Google hat dann eine interne Policy, GPL-Software darf bei uns nicht verwendet werden, weil sie Angst davor haben, dass ein Baustein, ein kleiner Baustein unter GPL-Lizenz sich wie ein Virus, scary Virus, ausbreiten könnte über den ganzen Konzern und muss Google plötzlich alles Open Source machen, das wollen sie nicht. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ich denke, da die Frage kann man auch gut Leuten stellen, die sich damit noch tiefer auseinandersetzen. Der Simon Schlauchi ist heute auch hier, der kennt sich sehr gut mit Open Source Lizenzen aus. Ich denke, das ist ein spannendes Thema. Wir haben in der Inosca Community und auch in unserer Arbeit bei Adfinis ein bisschen einen anderen Umgang gewählt mit Lizenzen, weil wir uns auch als Teil der Open Source Community sehen und das unterstützen wollen. Und unsere Regel bei der Wahl von einer Lizenz für ein eigenes Open Source Projekt ist hier ein bisschen illustriert. Wir gucken eigentlich immer, haben wir es eher mit einer universellen Komponente zu tun, also in dieser Abstraktionsschicht weiter unten, die mehr vielleicht als Library von Entwicklern konsumiert wird, die fast auch schon eine Commodity ist, weil ich dafür nicht jahrelang entwickeln muss, um das nachzubauen. Dann sind wir eher auf der linken Seite und wählen eine permissive Lizenz, weil wir sagen, es macht keinen Sinn, dass das immer wieder neu gebaut wird. Nutzt das einfach, ist uns egal, ob ihr eure Änderungen an dem Stück Code zurückgibt oder nicht. Wir hoffen dann natürlich, dass es trotzdem zurückgegeben wird, weil auch andere Leute das Gefühl haben, dass das so sinnvoll ist. Und wenn wir dann aber weiter nach rechts gehen, Richtung vollumfängliche Lösung, Richtung Inosca, Richtung Sachen, wo viele Entwicklungsjahre an Arbeit drinstecken, Softwares, die sich an den Endnutzer richten und nicht an Entwickler primär, dann wählen wir eigentlich immer mehr so Copyleft-Lizenzen mit der Idee, dass wir auch uns ein bisschen schützen davor, dass ein großer, übermächtiger Konkurrent daherkommt und sagt, ah, ist ja ganz cool, merci für eure Arbeit da, wir nehmen uns das jetzt, packen das in unsere proprietäre Software rein und verkaufen das mit Lizenzgebühren an alle anderen Kantone, die das noch nicht nutzen. Das wäre ärgerlich. Deshalb die starke Copyleft-Lizenz. Manche haben sich vielleicht noch gefragt, EUPL 1.2, was ist das? Das ist die European Union Public License. Das ist eine starke Copyleft-Lizenz mit dem Vorteil, dass sie rechtskräftig übersetzt ist in alle Sprachen, die in der EU gesprochen werden und somit auch in einem Gericht, zum Beispiel im Kanton Bern, verhandelt werden könnte. Und die Wahl haben wir nicht selbst getroffen, das ist der Open Source Guide vom Kanton Bern, der diese Lizenz vorschlägt. Gut. Kurz einen Schluck trinken und dann gehen wir schon weiter. Nächster Aspekt, Geschäftsmodell. Ich habe ein paar Abbildungen mitgebracht zu Geschäftsmodellen. Wie kann ich als
als IT-Firma ein Produkt entwickeln. Das klassische Modell, woran man vielleicht immer zuerst denkt, ist hier abgebildet. Wir haben drei Kurven. Wir haben Einnahmen und Ausgaben. Einnahmen werden jetzt hier in grün gestrichelt gezeigt, Ausgaben in rot gestrichelt und die Summe von beiden als Bilanzkurve quasi in schwarz. Oft ist es so, da kann man zum Beispiel an ein Startup denken, muss aber kein Startup sein. Ich habe eine Idee, ich möchte was Tolles, Neues machen und ich suche als erstes mal nach einem Investor. Sei das jetzt meine eigene Firma, die da rein investiert oder auch externe Investoren. Ich organisiere mir die Unterstützung und dann fange ich an zu arbeiten und entwickle meine Idee. Viel später kommt dann erst der Moment, das ist jetzt vielleicht der Punkt 2, wo ich die erste Version von meinem Produkt abgeschlossen habe und anfangen kann, damit Geld zu verdienen, indem ich Lizenzen für dieses Tool verkaufe. In dem Moment habe ich natürlich schon viel Geld ausgegeben, man sieht das in der Bilanz, wir sind dort unten im Keller und erst später, wenn ich das schaffe, breit auszurollen, komme ich hoffentlich an den Punkt vom Break-Even, wo die Einnahmen und die Ausgaben sich gegenseitig aufwiegen, um danach in das Promised Land, in die Gewinnzone vorzurücken. Das ist natürlich klasse, dort wollen auch die Investoren vor allem gerne hin, weil dann kann man ein bisschen später auch die Stellschrauben anziehen und vielleicht die Lizenzgebühren erhöhen. Und dort kann ich dann auch vielleicht ein bisschen mit meiner Arbeit runterfahren, weil läuft ja der Laden. Vielleicht als Alternative dazu ein bisschen ein anderer Ansatz. Ich habe das jetzt Open-Source-Geschäftsmodell genannt, ist nicht spezifisch für Open-Source, aber es ist sicher eine andere Art, darüber nachzudenken. Wir haben hier die zwei Kurven wieder, Gewinn und Ausgaben und ich denke, man sieht schon visuell, ich habe es zumindest versucht, die sind irgendwie symmetrisch, die beiden Kurven, also viel Einnahmen steht auch mehr Ausgaben gegenüber und die Bilanzkurve, die macht so einen ganz langsamen Knick nach oben, langsam aber stetig. Die Idee hinter dem Modell ist eigentlich, dass man nicht Investoren sucht für seine Idee, sondern Pilotkunden. Kunden, die dieses Projekt, also quasi schon den MVP, die erste Version, die schon bereit wären, dafür Geld auszugeben und das dann auch nutzen, die die Produktentwicklung mit ihren eigenen Ideen und ihren konkreten Bedürfnissen in eine Richtung lenken, wo sie auch am Markt dann ankommt. Also man kann das auch nutzen, um wertvolle Feedbacks schon während der Entwicklungsphase zu bekommen, statt Bedürfnisse erraten zu müssen. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist hier, Einnahmen und Ausgaben stehen immer in einem fixen Verhältnis. Das heißt, man arbeitet hier eigentlich im Rahmen von Projekten an der Software und die Projekte sind nach Aufwand verrechnet. Und unser leichter Knick nach oben, das ist eigentlich unsere Gewinnmarge im Stundensatz. Und damit haben wir eine ganz andere Dynamik, die entsteht in diesen Lösungen, die so entstehen, die jetzt hier auf der Folie noch ein bisschen verglichen wird. Wir haben verschiedene Aspekte. Ein Aspekt, habe ich schon gerade gesagt, sind die Einnahmen, oder? Im ersten Fall haben wir Lizenzgebühren als primäre Einnahmequelle, im anderen Fall machen wir Projektarbeit, vielleicht haben wir auf der Seite auch noch Geschäftsmodelle wie Support oder Hosting, um das ein bisschen zu ergänzen. Wir haben ganz andere Differenzierungspotenziale am Markt. Wenn ich investiert habe in mein Produkt, dann ist eigentlich meine Differenzierung das Intellectual Property, das geistige Eigentum, das in dem Produkt drin steht, das ist quasi meine geniale Idee, die ich später auch zu viel Geld machen möchte. Mein Marktanteil kann auch ganz entscheidend differenzierend sein, zum Beispiel in so einem Markt, Winner takes it all, wenn man jetzt irgendwie an eine Chat-Plattform denkt, dann ist der Source Code von WhatsApp wahrscheinlich wertlos, aber der Marktanteil ist unglaublich wertvoll. Also das ist sicher eine Differenzierung, die man mit einem Produkt erreichen würde, primär. Wenn man jetzt das andere Modell fährt und mehr projektbasiert arbeitet, dann ist man nicht auf dieses Intellectual Property angewiesen. Man hat quasi seine Gewinnmarge schon erzielt, immer mit dem Abschluss des Projekts. Und man kann sich eher abheben am Markt durch sein Know-how, was man im Rahmen von den Projekten aufgebaut hat, durch die Kundenbeziehung und quasi so sich differenzieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, denke ich, die Kontrolle. Da sind wir auch beim Stichwort Vendor Lock-in angekommen. In dem Invest-Modell entscheide ich als Hersteller, was ich auf meine Roadmap nehme, wo ich das meiste Potenzial sehe. Und meine Kunden können da zwar Wünsche äußern, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das auch umgesetzt wird. In dem Open-Source-Modell hat man dort ein bisschen mehr Freiheiten, weil man eben die eigenen Bedürfnisse nicht so stark gewichten muss. Die sind nämlich schon bei Projektende abgehakt. Und dann kann man eigentlich auch der Community, der Nutzer, zusammen mit den Dienstleistern viel mehr Freiheiten überlassen,
die Roadmap und die Weiterentwicklung von dem Projekt zu steuern. Und ich denke, auch sehr wichtig ist der Aspekt, welche Interessen werden eigentlich berücksichtigt bei der Weiterentwicklung von dem Projekt oder von dem Produkt. Das ist eben gerade in der Gewinnzone hier am Schluss, ich blende es nochmal kurz ein, sind das denn eben leider auch oft die Interessen der Investoren, die dann vor allem auf Profitmaximierung ausgerichtet sind und gar nicht immer im Interesse der Endnutzer eben entschieden wird, die Weiterentwicklung der Software. Ein ganz banales Beispiel kann auch sein, wenn ich irgendwie im Internet einen Gratisdienst nutze, vielleicht um einen gemeinsamen Termin zu suchen oder so, und der Gratisdienst sagt mir dann, nachdem ich das angefangen habe zu nutzen, ja, wenn du das jetzt auch noch machen willst, dann ist es leider ein Pro-Feature. Die Software ist zwar implementiert, das gibt es, es ist alles da, aber du darfst es nicht nutzen, weil wir haben hier noch unsere Investoren zu glücken, neben dir als Kunden. Genau. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte gesehen, wie wir eigentlich mit der Inosca-Community arbeiten, was vielleicht ein bisschen anders ist als im üblichen Kontext. Und ich denke, es ist noch spannend zu schauen, was sind jetzt eigentlich die Auswirkungen, nachdem wir das eine Weile lang in der Praxis so umgesetzt haben. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, sehe ich gerade. Für uns als Dienstleister sind verschiedene positive Auswirkungen daraus entstanden. Wir haben eine Effizienzsteigerung gesehen, weil wir nicht immer wieder from scratch eigentlich unsere Kundenprojekte anfangen müssen. Wir können auf einem Standard-Software-Stack beginnen. Und wir haben auch gesehen, dass unsere Projektteams mehr voneinander teilen können, weil sie eben gemeinsame Basiskomponenten einsetzen. Das ist klasse, auch wenn ein Mitarbeiter mal ein Projekt wechseln möchte, dann muss er auch nicht alles wieder komplett neu lernen. Unser Portfolio ist ein bisschen fokussierter. Wir suchen jetzt eigentlich explizit schon nach Projekten, wo wir unsere Open-Source-Komponenten einsetzen können. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr, dass man offen ist für alles, sondern dass man spezialisierter am Markt auftreten kann. Wir haben positive Effekte auf die Codequalität gesehen. Das, denke ich, kann man sich vorstellen, wenn man Software Open-Source veröffentlicht, dann hat man als Entwickler oft auch den Anspruch, dass das irgendwie gut sein soll, im besten Fall noch ein bisschen dokumentiert. Das sieht man in einem proprietären Umfeld auch selten, dass da gute Dokumentation geschrieben wird, weil das liest halt dann auch leider nicht so viele Leute. Und natürlich auch nicht zu vergessen, es ist immer schwieriger, Fachkräfte zu finden am Markt. Und wenn man sich dann ein bisschen abheben kann als Firma und sagen kann, mit unserem Open Source, mit unserer Open Source Ausrichtung machen wir uns attraktiver für Entwickler und Entwicklerinnen, dann ist das sicher ein großer Vorteil. Sei es jetzt, weil man das eigene Portfolio dabei ausbauen kann, weil man seine Fähigkeiten zum nächsten Arbeitgeber gewissermaßen mitnehmen kann oder weil man auch zurückgeben möchte, statt immer nur zu konsumieren. Es gibt viele Vorteile für Dienstleister, so eine Strategie zu fahren, aber ich denke, es gibt auch massive Vorteile für die Kantone oder allgemeiner für Stellen, die Software beschaffen, insbesondere öffentliche Stellen. Bei den Kantonen haben wir jetzt gesehen, dieser Austausch, der auf fachlicher Ebene stattfindet, der hat sich als enorm wertvoll herausgestellt für die Kantone, weil sie eben auch dieses komplette Projekt nicht selbst neu denken müssen. Sie können eigentlich auf einem bereits funktionierenden Stand beginnen und danach von den Kantonen auch extrem viel lernen. Sie können Kosten sparen. Ich denke, das ist logisch, wenn man gemeinsam Software beschafft. Sie sind schneller in der Entwicklung, weil sie eben nicht alles für sich selbst individuell bauen müssen und sie haben ein reduziertes Projektrisiko. Der Vendor-Login ist reduziert. Man hat mehr Flexibilität, man kann auch mal einen neuen Dienstleister ins Boot holen, der dann auf der Basis der Open-Source-Lösung entwickelt. Man kann die Roadmap stärker beeinflussen, weil man in der Community, wo alle Stakeholder am Tisch sitzen, eben auch eine große Stimme hat und die Weiterentwicklung gemeinsam steuern kann. Und man kann natürlich auch transparent sein gegenüber der Öffentlichkeit. Man sieht, was da entwickelt wird. Und man kann das auch mal zum Beispiel unabhängig auditieren lassen, die Software, ob da irgendwelche Sicherheitslücken drin sind. Und ich denke, der letzte Aspekt, auch ganz wichtig, Vorteile für Endnutzer. Sicher auch die Transparenz. Ich kann prüfen, werden die Datenschutzanforderungen eingehalten? Macht der Kanton dort mit meinen Daten? Ich kann mich beteiligen aktiv. Da gibt es auch Beispiele dafür. Heute Abend ist wieder die Hack Night. Da gab es auch schon Themen im Kontext der Inosca-Community und Beiträge, sicher interessant dort anzuknüpfen und natürlich auch ganz wichtig, haben wir heute auch schon gehört, das Stichwort Public Money, Public Code. Ich kann eigentlich beruhigt sein,
dass der Staat mit meinem Steuergeld was Nachhaltiges macht. Gut, ich glaube, das Fazit können wir uns sparen. Vielleicht noch ein Satz zum Schluss, noch so eine Erkenntnis oder einen Aspekt, der uns wichtig erscheint, ist dieses Mindset, was diese vielen verschiedenen Aspekte enthält von Open Source, das funktioniert am besten, wenn das auf allen Ebenen gelebt wird. Das heißt, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch auf der Entscheidungsebene, auf der Ebene der Beschaffenden und auf der Ebene der Endnutzer, sodass wir wirklich gesamtgesellschaftlich das einfordern können und gesamtgesellschaftlich davon profitieren können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian Zosel. Wir haben noch ein Geschenk für dich. Merci vielmals. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf den Film. Die erste Frage, Thema Open-Source-Projekte mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln und in Bezug auf Inosca, sind 2-3 Kantone gemeinsam zu euch gekommen oder wie war der Start? Der Start war tatsächlich so, dass wir mit einem Kanton bei Adfinis gestartet sind. Der Kanton war aber bereits in der Community eingebettet, die sich verändert hat in der Zwischenzeit. Aber für uns war es tatsächlich so, wir sind eigentlich wie ein Dienstleister mit einer Individualsoftware in dieses System gestartet. Und das hat auch für uns in dem Moment noch nicht die Bedeutung gehabt. Und ich denke, es passiert auch schnell, dass man als Dienstleister dann das Projekt mal abschließt und irgendwie das Interesse wieder verliert, weil es gibt keine Folgeaufträge, die Software läuft und der Kunde ist zufrieden. Und wir hatten dann dort das große Glück, dass eben dann auch weitere Kantone solche Software beschafft haben. Wir konnten uns dort in den Ausschreibungen durchsetzen und plötzlich ist das Thema für uns wie an Bedeutung explodiert, weil plötzlich hatten wir 3 Kantone, die alle das gleiche Problem versucht haben zu lösen. Und damit ist jetzt über die Jahre eigentlich was entstanden, was auch für neue Kantone echt attraktiv ist, um darauf aufzusetzen. Ich habe noch eine weitere Frage. Wie viel Entwicklung erfolgt dezentral durch die Nutzer versus zentral bei dem Entwicklungsdienstleister? Das ist eine super Frage. Und da ist sicher so, dass wir dort noch uns wünschen würden, dass wir dort noch deutlich besser wären. Also im Moment ist es eigentlich so, dass wir die Entwicklung primär durch uns als Dienstleister selbst steuern. Wir haben eine erste Firma, die sich im Moment damit auseinandersetzt, für einen Kanton ein Modul zu entwickeln, quasi losgelöst von uns. Aber wir merken dort auch immer so ein bisschen, der Idealismus ist da und das Angebot ist da, aber das in die Praxis umzusetzen, dass das jetzt wirklich breit ist, ist eine riesige Herausforderung. Und die ist auch dem Risiko geschuldet, dass die Software halt trotzdem umfassend und komplex ist und dass man sich dort erstmal einarbeiten muss. Und für eine Firma, die jetzt vielleicht eine eigene Idee hat, wie bauen wir Software, was ist unser Technologie-Stack und so weiter, ist das auch ein Risiko, das erstmal anzunehmen. Und ich glaube, dafür gibt es wie so einen Sweet Spot, die Größe der Firma muss richtig sein, das Mindset, die Kultur muss stimmen und dazu noch der Technologie-Stack. Und wenn das alles stimmt, dann kann es sein, dass eine richtige Community entsteht. Wir hoffen natürlich immer, wenn wir Leuten davon erzählen, dass das dazu beiträgt, dass so eine Community entsteht, aber es ist leider kein Selbstläufer. Eine Frage haben wir noch, und zwar, wird diese Software auch außerhalb der Schweiz eingesetzt? Noch nicht. Noch nicht. Kann ich kurz beantworten. Es gibt schon Interesse aus anderen Ländern, aber es gibt noch keine konkreten Projekte. Es könnte natürlich sein, dass ich gerade was Falsches gesagt habe und einfach jemand das gesehen hat, genommen hat und angefangen hat, irgendwas irgendwo damit zu machen. Wir wüssten es halt nicht im Moment davon. Sehr gut. Vielen Dank, Christian Zosen. Noch einmal einen großen Applaus. Merci.